Und im Studio begrüße ich jetzt sehr herzlich Andriy Melnyk, der Botschafter der Ukraine in Deutschland. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Vielen herzlichen Dank. Guten Tag, Frau Pleitili. Was ging Ihnen durchs Herz, dass Sie heute diese Bilder gesehen haben? Wir haben auch einen Tweet von Ihnen vorliegen. Podil, dieses historische Zentrum der Stadt, Ihrer Heimat, das dort so schrecklich getroffen wurde. Ja, das stimmt. Also jeder Angriff, der Erfolg in den letzten Wochen, ist auch ein Angriff gegen uns persönlich, gegen mich, gegen meine Landsleute. Aber das, was wir gestern Abend gesehen haben und erlebt haben, das war eben das Stadtviertel, wo wir gewohnt haben, wo wir weiterhin wohnen, wo unsere Kinder groß geworden sind. Und das ist ein doppelter Schlag, das ist ein doppelter Angriff mitten ins Herz. Das ist etwas, was man gar nicht beschreiben kann. Also wie kann das weitergehen? Also so viele Tage und werden Städte bombardiert, jetzt ein Theater, Krankenhäuser und jetzt ein Shopping Mall. Wie soll das weitergehen? Ich glaube, dass auch da die Politik hier in Berlin auch reagieren sollte und sich Gedanken machen sollte, was man noch mehr tun sollte, um sowas zu verhindern. Denn es sind auch Menschen gestorben und das kann man nicht mehr weiter zusehen. Ganz konkret, formulieren Sie gerne auch Ihre Forderungen. Was erwarten Sie von Deutschland jetzt? Ja, das, was schon seit Wochen auf dem Tisch liegt, nämlich dieses Embargo, man könnte das auch ein Moratorium nennen, und um einen Importstopp zumindest für einen Monat oder zwei Monate einzuführen, um Gas und Öl und Kohle nicht mehr aus Russland zu beziehen. Es ist eine schwere Entscheidung, davon wissen wir, aber gleichzeitig angesichts dieser Situation, wo wir sehen, diese Angriffe, die häufen sich, immer mehr Zivilisten sterben und wir glauben, dass die Zeit schon reif ist, um eben auch diesen Schritt zu unternehmen und zu schauen. Wir glauben schon, dass Putin sehr wohl das auch treffen wird, dass er dann vielleicht zweimal darüber nachdenkt, bevor er einen Befehl für solche Anschläge gibt. Bisher gibt es jedoch keinerlei Anzeichen, dass diese Wünsche erfüllt werden. Wie sehr enttäuscht Sie das? Ja, wir sehen, dass die Politik natürlich versucht, jetzt umzudenken und diese Abhängigkeit von den russischen Energieträgern auch zu verringern. Aber das läuft so langsam. Also wir können nicht bis zum Herbst oder bis zum nächsten Jahr warten, bis dieser Schritt erfolgt. Wir hoffen, dass man durchaus in der Lage sein kann, hier die Bundesregierung auch agiert, damit man auch Putin herausfordert. Er weiß oder er vermutet, dass die Deutschen das nicht wagen. Und gerade deswegen hat die Bundesregierung diese Waffe in der Hand, diese ökonomische Sanktion. Und sie wird wirklich ins Herz treffen und verhindern, dass solche Anschläge nicht mehr stattfinden. Gleichzeitig hat man das Gefühl, es ist Tag 26 im Krieg und es tritt schon fast so eine Art schrecklicher Normalzustand an. Haben Sie das Gefühl, es besteht die Gefahr, dass wir uns alle an diese schrecklichen Bilder gewöhnen in einer Art und Weise? Wir hoffen, dass das nicht geschieht, denn natürlich, das wäre das Schlimmste für die Menschen. Aber Sie haben leider recht, je länger dieser schreckliche Krieg sich hinzieht, desto mehr ist die Gefahr, dass die Menschen einfach nicht mehr so reagieren würden auf diese Gräueltaten, wie man darauf normalerweise reagiert. Deswegen ist es wichtig, schnell zu agieren, nicht wieder abzuwarten auf irgendwelche neue rote Linien, die überschritten werden, sondern man muss das einsetzen, die Waffen, die man hatte. Und Deutschland hat diese Hebel, diese ökonomischen Hebel, und Putin hat wirklich Angst davor. Deswegen, man muss nicht mehr abwarten, sondern zuschlagen und verhindern, dass solche Beschüsse von den zivilen Objekten in Kiew, in anderen Großstädten der Ukraine nicht mehr stattfinden. Haben Sie das Gefühl, und selbst vielleicht ist das manchmal hinter vorgehaltener Hand, dass es vielleicht Politiker gibt, die sagen, mein Gott, warum kapituliert man nicht einfach? Dieser Krieg ist, Russland ist so übermächtig, wie soll man das schaffen? Dieses Wehren, das wir alle auch so sehr bewundern in allen Ehren, aber warum hört man nicht auf und warum geht man nicht diesen einfachen Weg? Begegnet Ihnen das manchmal? Ja, leider, nach wie vor. Vielleicht nicht so dramatisch wie in den ersten Kriegstagen, wo man uns wenige Stunden, vielleicht Tage eingeräumt hat, bevor wir nicht
aufgeben und uns nicht ergeben. Aber jetzt nach wie vor ist diese Logik noch hier zu spüren, diese Philosophie in politischem Berlin. Das ist schmerzhaft, auch wenn die Ukrainer gezeigt haben, dass wir kämpfen. Wir sind bereit, auch gegenüber einer Übermacht wie Russland da gerade zu stehen und dieses Vorrücken zu stoppen. Gleichzeitig ist es so, dass man nach wie vor glaubt, ja, dieses Russland ist unbesiegbar. Und es ist falsch. Das ist nicht der Grundsatz, an der auch das politische Geschehen hier bestimmen soll. Denn wir haben gesehen, wirtschaftlich war Russland und bleibt ein Zwerg. Aber auch militärisch ist es nur eine Mittelmacht vielleicht. Das ist keine Großmacht, keine Übermacht, wie man das sich vorstellt. Das war ein Bluff und ausgehend aus dieser These glaube ich auch schon, dass die Deutschen uns noch mehr mit Waffen unterstützen sollten. Das brauchen wir. Das ist auch ein gutes Investment in der Sicherheit Deutschlands selbst. Denn wir wissen nicht, wo Putin stoppen kann. Und deswegen, man muss alles tun, um das System Putins in der Ukraine zu zerstören. Nur da haben wir die Chance, dass der Frieden in Europa tatsächlich die Oberhand gewinnt. Haben Sie manchmal den Eindruck, es gibt vielleicht auch etwas, was wir Deutschen von den Ukrainern lernen können? Jetzt, wo wir ihr Volk sehen, wie es sich weiter wehrt, wie es zusammensteht, wie es kämpft, so hoffnungslos es manchmal auch erscheinen will. Wir sehen Ihren Präsidenten Selenskyj, der jeden Tag unermüdlich zu seinem Volk spricht. Das ist etwas, was die ganze Welt tief beeindruckt. Gibt es etwas, was wir lernen können? Ich glaube, also wir tun, was wir tun können. Also wir können nicht anders. Es ist nicht so, dass wir eine Show für die anderen da machen, sondern wir haben keine andere Wahl, als uns zu schützen, als zu kämpfen, denn es gibt keine Alternativen. Also wenn wir aufhören, das würde bedeuten, dass die Ukraine als Staat aufhört zu existieren. Auch das Volk, wir sehen, 10 Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Jede vierte Ukrainerin oder Ukrainer haben ihre Heimat schon verlassen, ob ein Großteil noch in der Westukraine, aber viele auch im Ausland. Und deswegen, ich glaube, dass die Deutschen einfach mal sich vor Augen führen sollten, es ist ein Volk, ein Nachbarvolk, Menschen, die genauso wie hier leben und leben wollen. Und dass es sich lohnt, auch die Ukrainer noch mehr zu unterstützen in diesem Kampf. Er ist nicht ohne Aussicht, wie manche glauben. Wir werden nicht aufgeben, wir werden nicht preisgeben. Und das ist das, dieses Gefühl dessen, dass man für eigene Heimat auch sein Leben aufgeben und riskieren soll. Das ist das, was, glaube ich, für manche Deutsche etwas Gutes ist, zu schauen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Momente im Leben, wo man alles aufgibt, den Beruf und einfach dasteht am Blockposten von Kiew, um den eigenen Bezirk zu schützen. Das sind so Sachen, die, glaube ich, auch für manche Deutschen vielleicht unüblich erscheinen, aber das könnte eine neue Realität sein für diese verrückte Welt von morgen. Und wir hoffen, dass die Deutschen uns stützen, dass sie uns weiterhin unterstützen, nicht nur mit den Waffen, aber mit allem, was gerade in der Ukraine gebraucht wird. Das sagt Andrei Melnyk, Botschafter hier bei uns im Land der Ukraine. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Danke, Frau Petit. Danke. Dankeschön.